Für mich ist es klar, bei No-Billag geht es nicht nur um die SRG-Gebühren. Mit No-Billag gibt es schlicht kein Schweizer Qualitätsfernsehen und Qualitätsradio mehr. Das heisst, keine Tagesschau, kein Echo der Zeit, keine Olympiaübertragungen, keine Abstimmungsarena. Auf so etwas sollten wir uns nicht einladen. Darum sage ich, darum sagt die ganze Berner Stadtregierung Nein am 4. März zu No-Billag.